take you to the hospital. Und dann bringe ich dich ins Krankenhaus. I said, I've been diving. I have no money with ich sagte, ich war gerade tauchen, ich habe das Geld nicht bei mir. All three of them walked away laughing. Alle drei sind lachend weggelaufen. I said, why do you do this? Dann habe ich mich gefragt, warum macht ihr das? I didn't know what to say. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. I then heard this voice again. Dann hörte ich wieder diese Stimme. It said, son, are you willing to beg for your life? Er sagte, Sohn, bist du bereit, für dein Leben zu betteln? I thought, that is a very good idea. Ich dachte mir, das ist eine gute Idee. Who said that? Wer hat das gesagt? But there was no one there. Aber es war niemand zu sehen. I thought, beg for your life. Ich dachte, bettle um dein Leben. I'm sure the Indians have not seen a white man beg in this part of the world. Bestimmt haben die Inder noch nie einen weißen Mann betteln sehen. So I fell to my knees. Also bin ich auf meine Knie gegangen. I lifted my paralyzed right hand. Ich habe meine gelähmte rechte Hand gehoben. I had lived in Africa. Ich habe auch schon mal in Afrika gelebt und ich habe gesehen, wie Männer gebettelt haben. Und ich habe meinen Kopf geneigt. Und ich sagte, bitte nehmen Sie mich mit oder ich sterbe. Bitte, ich bitte um mein Leben. Zwei dieser Männer liefen weg. The third young man walked straight towards me. Der dritte junge Mann kam direkt auf mich zu. He helped me into his taxi. Er half mich in sein Taxi. I said, thank you. Ich sagte Dankeschön. We began racing towards the hospital. Und wir fuhren Richtung Krankenhaus. The taxi driver said, what's your hotel room number? Der Taxifahrer fragte, was ist denn deine Hotelzimmernummer? Where do you stay, white man? Wo bleiben Sie? Wo what's übernachten your hotel room? Sie? Was ist das Hotelzimmer? I said, I don't stay in a hotel. Ich sagte, ich bleibe nicht in einem Hotel. I live with a fisherman. Ich wohne mit einem Fischer. In Tamarind Bay. In diesem Tamarind Bay. He said, you lie to me. Er sagte, du lügst. I said, I'm not lying. Ich sagte, nein, ich lüge nicht. I'm not a tourist. Ich bin kein Tourist. I travel the world surfing. Ich reise um die Welt und surfe. I have a lot of money. Ich habe sehr viel Geld. Give me to the hospital, please. Bring mich bitte ins Krankenhaus. He said, I take you no further. Er sagt, ich bringe dich kein Stück weiter. I take you to the tourist hotel. Ich bringe dich zum Touristenhotel. They look after you. Die werden dort nach dir schauen. You not pay me, huh? Du zahlst mir ja nicht. I said, I have money. Ich sagte, ich habe doch Geld. He pulled off the road. Er fuhr an den Straßenrand into a small village where I lived. In ein kleines Dorf, wo ich gewohnt habe. Pulled in front of the hotel. Fuhr direkt vor das Hotel. And he said, you get out. Und sagte, raus mit dir. He was very, very angry. Er war sehr wütend. I tried to move my left leg. Ich probierte mein linkes Bein zu bewegen. To get out. Um auszusteigen. But it would not move. Aber auch der bewegte sich I nicht. I could feel nothing in my two legs. Ich konnte in beiden Beinen nichts mehr spüren. I said I cannot walk. Ich sagte, ich kann nicht laufen. Please help me. Bitte helfen Sie mir. He said, get out of my car. Er sagte, raus aus meinem Auto. I said, I cannot walk. Er sagte, ich kann nicht laufen. I will die. Ich werde sterben. He opened the door. Er öffnete die Tür. And he pushed me out of his und er schubste mich aus seinem Auto raus. As I fell to the ground, als ich dort auf den Boden fiel, I watched him drive away. Sah ich, wie er wegfuhr. I thought, I'm not afraid to die. Und ich habe gedacht, ich habe keine Angst zu sterben. If it is time to die, wenn es Zeit ist zu sterben, I die here. Dann sterbe ich jetzt hier. I have seen enough of mankind. Ich habe genug von der Menschheit gesehen. Who would want to live on this planet? Wer möchte schon auf diesem Planeten leben, it is so evil. Der so böse ist? I will die here. Ich sterbe jetzt hier. You know the next photograph. Das nächste Bild bitte. As I lay on the ground, als ich dort am Boden lag, one of the security guards in the hotel had seen the taxi. Kam einer der Sicherheitsleute vom Hotel, der hatte das Taxi gesehen. He came out into the car park. Er kam raus zum Parkplatz. With his torchlight, he shone around. Und mit seinem Scheinwerfer hat er da rumgeleuchtet. This light touched my face. Das Licht hat mein Gesicht getroffen. He said, Ian, kiss the fair man. What happened to you? Er sagte, Ian, was ist mit dir passiert? I never see you like that, brother. Ich habe dich so noch nie gesehen, Bruder. What you do on the ground? Was machst du da am Boden? It was one of my friends from the village, Daniel. Das war einer meiner Freunde vom Dorf. Er hieß Daniel. He thought I had fallen out of the taxi. Er dachte, ich sei aus dem Taxi gefallen. Have you ever had this problem? Ist Ihnen das schon mal passiert? Very good people here. Anständige Leute hier. And then he saw my arm. Dann sah er meinen Arm. And in French he said, invisible, invisible. Dann sagte er auf Französisch, invisible unsichtbar. One.
I said, oui. He said, pas bon, c'est fini. Ich sagte ja und er sagte, das ist gar nicht gut, das ist dein Ende. He carried me in his arms into the hotel. Er trug mich zurück in seinen Armen zum Hotel. The Chinese were by the swimming pool. Und die Chinesen waren beim Swimmingpool da. They were playing mahjong. Sie haben so ein Spiel gespielt. Gambling. So Glücksspiele. The Chinese said, are you drunk? Die Chinesen haben gefragt, bist du betrunken? I said, no, I've been stung by this deadly jellyfish. Er sagte, nein, ich bin gestochen worden von dieser tödlichen Qualle. I need to get to a hospital now or ich muss I'll sofort die. Ins Krankenhaus oder ich sterbe. The Chinese man stood up. Der chinesische Mann stand auf. He said, you stupid white man. Er sagte, du dummer weißer Mann. Why you put the needle in the arm? Warum stichst du die Nadeln in deinen Arm? No, the old man take opium with a pipe, huh? Die alten Männer rauchen ja auch nur Opium mit der Pfeife. Why you put the needle in the arm? Warum tust du die Nadel in deinen Arm? Stupid boy. Blöder Junge. And he sat down. Und dann setzte er sich wieder hin. I thought, thank you very much, Dr. Wong. Ich dachte mir, vielen Dank, Dr. Wang. Brilliant diagnosis. Brillante Diagnose. I said, this is not heroin. Das ist nicht Heroin, sagte ich. This is from a jellyfish. Das ist von einer Qualle. I have to get to the hospital. Ich muss sofort ins Krankenhaus. They ignored me. Sie haben mich völlig ignoriert. I then saw my hand beginning to shake. Ich sah, wie meine Hand anfing zu zittern. I watched muscle in my arm begin to contract. Und die Muskeln in meinem Arm fingen an zu zucken. I felt my lower jaw smash up into my upper jaw. Und ich spürte, wie meine Kiefer so gegeneinander prallten. Then my whole body began to shake. Und mein ganzer Körper fing an zu zittern. It would be looking like maybe epilepsy. Es sah aus wie ein epileptischer Anfall. But I have not got epilepsy. Aber ich habe keine Epilepsie. It is like death rattles. I'm shaking. Das sind wie Todesschütter. The men tried to hold me. Die Männer haben probiert, mich festzuhalten. But I was throwing them off. Aber ich habe sie weggeschubst. I stopped shaking. Und ich habe aufgehört zu schütteln. I went very cold. Und wurde sehr kalt. I said, blankets. Ich sagte schnell Decken. Please give me blankets. Bitte gib mir Decken. I'm freezing to death. Mir ist eiskalt. In my feet, I could feel icy cold death into my bones. Ich spürte, wie in meine Füßen hinein diese Eiseskälte hochstieg. In New Zealand, I was a consultant. In Neuseeland war ich Berater. And I knew this was necrosis death into my body. Und ich wusste, dass das sicherer Tod ist, der in meinen Körper hochstieg. One of the men tried to pour milk down my throat. Einer hat probiert, Milch mir den Rachen runterzuschütten. I said, I don't need milk. Ich sagte, ich brauche keine Milch. I turned to the owner. Und ich wandte mich an den Besitzer. I said, sir, your car. Ich sagte, Herr, Ihr Auto. Can you take me in your car to the hospital? Sie mich mit Ihrem Auto zum Krankenhaus fahren? Well, the man looked at his car. Der Mann guckte sein Auto an. He put his hand on my shoulder. Der tat seine Hand auf meine Schulter. He said, nein. Und er sagte, no. Wait for ambulance, not my car. Warte auf Krankenwagen, nicht auf mein Auto. Don't worry. Keine Angst. Don't worry, white man. Keine Angst, weißer Mann. Be happy. Sei glücklich. You ever felt like hitting someone? Hatten Sie jemals Lust, jemanden zu schlagen? Eine ehrliche. Very gentle German people. Sie sind sehr sanftmütige deutsche Menschen hier. I tried to hit him. Ich habe probiert, ihn zu schlagen. My hand would not move. Aber meine Hand bewegte sich nicht. It was paralyzed. Es war komplett gelähmt. I tried my left hand. Ich probierte meinen linken Arm. I thought I could grab his shirt. Ich dachte, vielleicht kriege ich ihn noch am Kragen. I could pull him into my forehead. Und dann kann ich ihn mir an die Stirn ziehen. This will teach him a lesson. Und es wird ihm schon die Lektion zeigen. What not to do with a dying man. Was man nicht mit einem sterbenden Mann anstellen sollte. I reached up. Und ich reichte hoch. And I heard the voice of the man again. Und dann hörte ich wieder die Stimme dieses Mannes. He said, if you hit this man, er sagte, wenn du diesen Mann schlägst, the poison is so close to your heart, das Gift ist so nah in deinem Herzen, the adrenaline rush will kill you. Der Adrenalinstoß dich sofort umbringen wird. Shit. Scheibenkleister. Scheibenkleister. That's the long version. Other if I hit him. Ich dachte also, wenn ich ihn schlage, I will die. Dann werde ich sicherlich sterben. But at least this man will have no teeth. Aber wenigstens hätte dieser Mann keine Zähne mehr. And I'll be dead. Und ich bin dann tot. I thought, but I could control my anger. Aber vielleicht kann ich ja meine Wut kontrollieren. I could look away. Und ich könnte wegschauen. And get him later.
Und dann erwische ich ihn später. I turned away. Also habe ich mich weggedreht. Oh, that if I survive, und ich dachte, wenn ich überlebe, you're a history jack. Dann bist du Something Geschichte, like Alter. Rip your head off. Dann reiß ich deinen Kopf runter. Sometimes the quiet ones can be quite angry, huh? Stille Wasser sind tief. I was in touch with my anger. Ich war in gutem Kontakt mit meiner Wut. As I turned away, als ich mich also wegdrehte, to my amazement, an ambulance came into the car park. War ich total verwundert, als dann ein Krankenwagen my friend Danielle had rung the hospital. Kam. Mein Freund Daniel hatte das Krankenhaus angerufen. He carried me in his arms. Er hat mich getragen in seinen Armen. As they put me in the ambulance, als sie mich dann in den Krankenwagen reintrugen, I could feel nothing in my body. Fühlte ich überhaupt nichts mehr in meinem Körper. I was completely paralyzed. Ich war komplett gelähmt. As we went to the hospital, als wir dann ins Krankenhaus fuhren, I could hardly hear my heart beating. Konnte ich meinen Herzschlag kaum noch spüren. With my eyes wide open, und mit meinen Augen weit geöffnet, I began to see like a video of a small boy with white hair. Sah ich wie ein Video ein kleiner Junge mit weißen Haaren. I thought, what is this? Dachte ich mir, was ist das denn? Teenager. Ein Teenager. And then I saw my face. Und dann sah ich mein Gesicht. I thought, that is my life. Und dachte ich, das ist ja mein Leben. From a small boy. Von klein auf. To now. Bis jetzt. No. Oh nein. This happens before people die. Das passiert, bevor Leute sterben. I've heard people talk about this. Ich habe schon gehört, wie Menschen davon erzählt haben. Am I going to die? Werde ich jetzt sterben? I quickly checked my vital signs. Ich habe ganz schnell geguckt, ob noch irgendwas pulsiert. And I knew I was very close to death. Und ich wusste, ich bin sehr nah am Tod. I thought, if I die tonight, und ich dachte, wenn ich heute Nacht sterbe, is there life after death? Gibt es dann Leben nach dem Tod? Or is there nothing? Oder gibt es dann nichts mehr? I thought, well, I am an atheist. Ich dachte, ich bin Atheist. I believe in science. Ich glaube an die Wissenschaft. I believe when you die, ich glaube, wenn du stirbst, there is no life after death. Dann gibt es kein Leben nach dem Tod. It's finished. Dann ist es vorbei. Only the worms get you. Dann holen dich nur noch die Würmer. I thought, but I have been wrong before. Aber ich dachte mir, ich bin schon mal falsch gelegen. This is not a good time to be wrong. Das ist jetzt kein guter Moment, um verkehrt zu sein. I thought, I am a gambler. Ich bin aber ein Glücksspieler. This is like playing Russian roulette. Das ist wie russisches Roulette. What will happen? Was wird jetzt geschehen? Is there anything? Gibt es irgendwas? As I lay there, als ich da lag, on the other side of the world, am anderen Ende der Welt, I didn't realize, wusste ich nicht, but my mother, dass meine Mutter had just seen my face, gerade eben auch mein Gesicht gesehen hatte. And she had heard this voice speak to her. Und sie hörte eine Stimme, die zu ihr sprach. And she knew this voice to be God. Und sie wusste, dass diese Stimme Gott ist. And he said, "Your eldest son Ian is nearly dead." Und er sagte zu ihr, dein ältester Sohn Ian ist beinahe tot. Pray for him now. Bete jetzt für ihn. Can I have the next photograph? Das nächste Bild. And my mother began to pray. Fing an zu beten. She was the only Christian in the family. Sie war die einzige Christin in der Familie. I saw her appear in the ambulance. Und als ich da im Krankenwagen lag, sah ich auch das Gesicht meiner Mutter. She was on her knees. Sie war auf ihren Knien. And she had her hands like this. Und sie hatte ihre Hände so zusammengefaltet. I could see she was praying. Ich habe gesehen, dass sie gebetet hat. I'd seen this when I was a small child. Ich habe das als kleines Kind schon mal gesehen. As I lay there, als ich dort lag, she spoke to me.